Moin Leute, willkommen Bruderland. Im heutigen Video habe ich einen digitalen Bilderrahmen von Dragon Touch. Der Hersteller hat mich gefragt, ob ich mir das Ding mal anschauen möchte. Und da ich ja in meiner Familie durchaus eine Zielgruppe habe, die sowas vielleicht verwenden könnte, habe ich mir gedacht, ja klar, schick her. Kostenfaktor 160 Euro. Momentan gibt es noch irgendwie so eine Aktion, wo es 50 Euro Rabatt gibt. Also ihr zahlt dann 110 Euro. Ja. Ja, und das Ding schauen wir uns jetzt einfach mal an und gucken, was das so kann. Hier nochmal der genaue Name, das ist der Dragon Touch Digital Photo Frame Classic 10 Elite. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwie andere von denen gibt, aber hört sich jetzt erstmal sehr sperrig an, der Name. Eine lustige Familie haben wir hier. Und was haben wir sonst noch? Photo to Frame Sharing, Share Your Precious Moments. 10 Zoll HD Display, also kein Full HD oder sonst irgendwas. 16 GB Speicher sind hier drin, Easy Operations, Smart Motion Detector, also da soll irgendwie das Ding auch irgendwie Strom sparen und nur dann angehen, wenn das Display sieht, dass da jemand davor ist. Invite Friends to Share. Okay, also ich vermute mal, man wird irgendwie den Account brauchen, wo die ganzen Fotos gespeichert werden, da bin ich ja schon wieder ein bisschen kritisch. Wenn es nur über das WLAN geht, soll es mir recht sein. EU-Adresse in Frankfurt. Ja, gucken wir mal, was da drin ist. So, also die Verpackung finde ich jetzt erstmal vergleichsweise hochwertig. Das ist das Display. Hier steht auch noch ein Dragon Touch drauf, dragontouch.com. Ja, hier ist auch noch eine Folie drauf. Das ist so ein Anthrazit-Look ist das. Wir mal kurz zur Seite, mit so einem lästigen Inhalt haben. Noch ein Mikrofasertuch haben wir hier. Aktivieren Sie jetzt kostenlos Ihre zweijährige kostenlose Garantie. Dann haben wir hier vermutlich noch User Manual oder sonstiges Zeugs. Genau, User Manual in den Sprachen Englisch, Deutsch und Chinesisch. Ja, ist auch okay. Ihr wisst ja, ich lese ja immer gerne User Manuals. Dann haben wir hier noch ein Netzteil. Das ist leider nichts irgendwie mit Micro-USB oder USB-C oder sonst irgendwas, sondern das ist so ein extra proprietärer Stecker. Ja, was ist von der Länge her? 1,5 Meter. Ja, lass es mal so 2 Meter sein, so im Dreh herum. So lang ist das Stromkabel. Und dann haben wir hier noch ein Silikonpäckchen, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Und noch eine Halterung. Sieht aus, als wäre das irgendwie magnetisch oder so. So, und diese Halterung kommt vermutlich hinten einfach dran. Ah ja, also sie ist magnetisch. Sie hält ein bisschen, aber jetzt nicht zu stark. Also da kann man sich wahrscheinlich überlegen, ob man das Ding so an die Wand macht oder einfach auf den Ständer, dann steht das Ding halt einfach so. Also hier haben wir das Ding, das ziehen wir jetzt einfach nochmal ab. Hier steht auch der Getting Started Guide. Power your photo frame on, connect your photo frame to the Wi-Fi network, find the frame ID. Dann ziehen wir das hier nochmal ab und seht ein total verschmiertes, das ist ja, also dieses Display ist vollkommen verschmutzt, sobald ihr die Schutzfolie abzieht. Das ist schon mal ein Bummer. Müsst ihr wahrscheinlich mit Wasser abmachen, weil so, das sieht mich nicht so aus, als könnte man das mit dem Mikrofasertuch. Ja, es ist so Kleber, ist es. Ja. Ja, ich mach das mal kurz sauber, dann bin ich gleich wieder da. So, das Ding haben wir mit ein paar Tropfen Wasser und ein bisschen Geschrubbe vom Handtuch sauber bekommen. Und wir gucken uns vielleicht jetzt noch mal kurz den Bildschirm an. Das hier vorne sieht aus wie der Sensor. Ich weiß nicht, ob wir hier sogar Lautsprecher drin haben, keine Ahnung. Sonst haben wir hier noch einen Stromanschluss und eine Power-Taste. Und ich werde jetzt einfach mal dem Ding ein bisschen Saft geben und gucken, was wir uns hier, was hier so auf uns hier erwartet. Dragon Touch Classic 10 Elite. Display dunkelt sich gerade schon ein bisschen ab. Ah ja. Dann kommen wir gleich auf den Installationsprozess. Von den Farben her muss ich sofort erstmal an Amazon Alexa denken.
So, das war WLAN. Gut, WLAN haben wir verbunden. Dann drücken wir auf Weiter. Dann können wir noch Sprache einstellen. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch. Okay. Zeitzone können wir hier noch einstellen. Warum auch immer. Stadt, warum auch immer ich jetzt eine Stadt eingeben soll. Okay. Der Name der Stadt darf nicht leer sein. Okay, dann sind wir jetzt hier in Darmstadt. Hessen in den USA, Darmstadt-Dieburg, Darmstadt-Hessen. So, stellen Sie den täglichen Zeitplan an, damit Ihr Gerät schlafend aufwachen kann. Das ist wahrscheinlich in der restlichen Zeit, ist das Ding einfach komplett aus. Wir lassen die Zeit jetzt einfach mal so. So, Rahmen-ID. Please download and install the app. Our Photo heißt die App. Die gibt es im Apple App Store und im Google Play Store. Und da gucken wir doch einfach mal, ob wir die Our Photo App finden werden im Google Play Store. Genau, wir haben hier eine Our Photo App von Shenzhen Fujia Technology mit 2,3 Sterne. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. So, jetzt müssen wir uns einmal registrieren. Gut, wir haben uns angemeldet und eingeloggt und jetzt sind wir hier auf einer Oberfläche. Da haben wir Foto, Video, Geräte, Mitteilungen, Dateien. So, jetzt bleiben wir auch mal weiter. So, im Prinzip haben wir das Gleiche, das wir auch hier auf dem Bildschirm haben. Und es hat einen leichten Touch von Amazon Echo und Co. Also ich habe das Gefühl, dass hier so ein leichtes Android-Betriebssystem drauf ist. Einstellungen haben wir hier noch. Hier hast du die Rahmen-ID, Benutzerverwaltung, PC-Steuerung. Ah ja, man kann auch theoretisch einen FTP-Server starten, um Daten zu übertragen. WLAN ist verbunden. Album-Einstellungen, da kann man einstellen, wie lange die Diashow laufen soll, der Intervall, ob es Übergangseffekte geben soll. Okay, Systemeinstellungen. Also man kann wohl auch Sound ausgeben, was ich bei so digitalen Bilderrahmen ein bisschen komisch finde, aber okay. Helligkeit kann man einstellen. Abgefederter Ball, was auch immer die schnelle Navigationstaste sein soll. Ah ja, Bewegungssensoren, Display automatisch drehen. Das sind alles so Sachen, wo ich mich frage, warum braucht man die bei einem Bilderrahmen? Weil der sollte doch eigentlich irgendwo einfach stehen und fertig. Hier haben wir noch ein paar mehr Sprachen aus dem chinesischen, also asiatischen Umfeld. Okay, okay, okay. Also wir haben jetzt hier eine Wetteranzeige in Fahrenheit. Hier haben wir einen Kalender, aber der ist natürlich auch noch nicht mit irgendwas verbunden. Hier haben wir die Bilder, interner Speicher und Favoriten. Gucken wir mal noch ein bisschen auf der App rum, was wir hier noch so haben. Geräte, genau. Wir gehen jetzt erstmal auf die Geräte-Seite und ich füge mein Gerät hinzu. Ah ja, also hier kann man quasi über die Rahmen-ID, Bilderrahmen, E-Mail-Adresse, keine Ahnung, das habe ich nicht. Also nur zur Info, ihr seht jetzt meine Rahmen-ID. Und mich würde ja mal interessieren, ob man hier einfach so Sachen. Ah, also eine E-Mail-Adresse hat man auch noch. Also ihr seht, die E-Mail-Adresse ist bulerland@ourfoto.cn. Die Rahmen-ID habe ich jetzt auch public gemacht. Also falls ihr da was mit machen wollt, macht was. Also ihr könnt ja mal gucken, ob ihr Bilder an bulerland@ourfoto.cn schicken könnt. So, Oberbuhler fordert ihr Gerät zu binden, stand da gerade. Okay. Ist doch schön. So, jetzt habe ich den Bilderrahmen. Jetzt muss ich das hier noch irgendwie bestätigen. Benutzerverwaltung. Genau, jetzt kommt hier eine Benutzeranfrage. Ne? Das ist jetzt quasi, ich habe mich registriert und versuche jetzt quasi den Bilderrahmen zu perren. Also geht alles, wie gesagt, über die Cloud. Wurde die Verbindung akzeptiert? Wie schön. So, jetzt gehe ich nochmal auf Dateien. Fotos. Ich wähle mal ein paar Fotos aus. Auswählen. Schicke das an den Bilderrahmen.
Senden Sie weiter. Ah, jetzt kriegt man hier ein Pop-up, dass gerade ein Bild reingekommen ist. Machen wir das nochmal. Und nochmal schicken. So, und da seht ihr jetzt hier vorne wieder das Pop-up, dass Bilder reingekommen sind. Okay, wenn ich jetzt hier drauf drücke, seht ihr alle meine Bilder, die hier drauf sind. Okay, das ist ja schon mal gut. Haben wir hier sonst noch irgendeine Steuerung oder sowas? Videos kann ich mir theoretisch auch schicken. Interessant, dann machen wir das doch gerade mal. 30 Sekunden lang Video kann man machen und verschicken. Schicke ich an meinen Bilderrahmen wieder. Also wie gesagt, ihr habt 16 GB internen Speicher auf dem Bilderrahmen. Wie viel das in der Cloud, das weiß ich jetzt nicht. Aber so, jetzt ist jetzt auch noch ein Video angekommen. So, und das ist jetzt das Video quasi. Also ich glaube, der Charme ist der, wenn ihr das Ding einrichtet und zum Beispiel bei euren Eltern parkt oder sowas. Oder bei den Großeltern. Und ihr müsst das Ding dann quasi nur einmal mit einem WLAN verbinden, dort bei den Eltern, Großeltern, und dann könntet ihr theoretisch da regelmäßig Updates hinschicken. Ne? Also dadurch, dass ihr dann Zugriff auf das Ding habt übers WLAN, könntet ihr da regelmäßig Fotos hinschicken, Videos uploaden und so weiter und so fort. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal hier so stehen. Guck mal, ob da jetzt irgendwas passiert. Ob da eine Dia-Show startet oder so. Aber ihr könnt theoretisch hier auch noch einen Alarm einstellen. Also hier sind ganz viele Funktionen, die so Tablet-Charakter haben. Also das ist jetzt die Dia-Show nochmal. Nochmal ohne gespiegelt. Wenn man aus der Dia-Ansicht raus will, also die Dia-Ansicht startet einfach irgendwann mal. Hier könnt ihr noch die Adresse, da kann man auch einstellen, ob es Celsius oder Fahrenheit sind. Das kann man direkt in der Wetter-App einstellen. Ein Alarm, machen wir den mal auf. Hinzufügen. Es gibt verschiedene Klingeltöne. So, Zeit einstellen. Okay. Also, so sieht es aus, wenn er klingelt. Und zur Seite swipen. Okay. Ah ja, also ich habe jetzt gerade parallel eine E-Mail geschickt an diese E-Mail-Adresse, die ich hinterlegt hatte. Da habe ich jetzt die Meldung bekommen, dass ich mich nicht verbinden konnte, was auch immer. Also, ja, keine Ahnung. Es gibt wieder verschiedenste Möglichkeiten. Der einfachste Weg wird vermutlich sein, das einfach über euer Smartphone zu verbinden und dort quasi die Sachen drüber zu schicken. Ihr könnt aber, wie gesagt, aber auch einen FTP-Server hier starten und dort quasi von eurem PC übers WLAN Daten übertragen. Was es jetzt hier nicht gibt, ist halt irgendwie einen SD-Karten-Slot oder sowas, wo ihr die Daten übertragen könnt. Aber ihr müsst euch halt bewusst sein, wenn ihr das nutzt, läuft das über die Cloud. Also, auch wenn die Fotos hier, glaube ich, auf dem lokalen Bilderrahmen gespeichert werden, läuft das trotzdem über irgendeinen Server, wo ich jetzt erstmal nicht genau weiß, wo das ist. Also wenn das für euch unkritisch ist, wie gesagt, ist es ansonsten eine relativ komfortable Nutzung und Einrichtung. Also es ging jetzt wirklich schnell, das Ding ist auch schnell hochgestartet und sonst was. Also das ist jetzt kinderleicht, das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Aber wie gesagt, mit den Fotos Hinterkopf behalten, das ist irgendwo in der Cloud, und falls es für euch ein Problem ist, lasst besser die Finger davon. Ich höre jetzt einfach mal auf, das ist wie gesagt der Dragon Touch 10 Elite Photo Frame. Ich muss gerade mal auf den Namen schauen. Ist eine ganz interessante Sache, ist jetzt auch nicht zu schwer, macht jetzt auch von der Verarbeitung jetzt eigentlich auch einen recht soliden Eindruck. Display ist wie gesagt nur HD+, aber ihr guckt ja normalerweise auch nicht so drauf, deswegen, wenn man das irgendwo weiter weg hat, ist das, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Und ja, ich werde das vermutlich einfach mal bei meinen Eltern hinstellen, gucken, was die davon halten. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.